Springt einfach in den Abgrund, so verzweifelt wie er ist. Da ist Chrissy. Oh Gott, du bist Freunde. Was? Gutko? Was erzählst du auf den Scheiß? Nein, da ist Tura. Ja, ich wedel immer mit einer Karolin. Chrissy, hast du es gehört? Ja. Gutko? Du hast angefangen. Also, wo hast du gerade. Pass schön auf. Ja, ja. Klappe. Ja, ich hab nicht gesagt, dass sie hässlich ist, die Frau. Wie soll ich dir denn ausweichen? Ist auch nicht, Chrissy. Das habe ich keine Sekunde lang gesagt. Markus, ganz kurz, erzähl mir, wie dieses Date möglich sein soll. Die hat doch nichts mehr mit dem Rest des Spiels zu tun. Theoretisch, ich zeig mir, wie du laufen solltest. Hoch. Ja gut, okay, Moment, warte. Was machen wir? Du holst jetzt oben erstmal echt diese Pille. Den Pimmel, okay, alles klar. Alter, fick dich! Okay, Moment, ich mach das. Ja, das leck mich am Arsch, krieg ihr die Pille, ihr Wichser. Ja, und jetzt hier rechts in den Geheimgang, oder was? Ja, mach den Geheimgang jetzt erstmal. Für die Schweig. Geh auf! Hurensohn-Gegner. So. So, jetzt löschen nach rechts. Alter, ist jetzt eh wieder da, ne? Ja. Toll. Ziehst du dich zweimal im Kreis? Nach rechts, meinst du? Nach rechts. Abracadabra und springst du nur 10-mal. Wie gesagt, wenn das jetzt falsch ist, dann alles so... Ja, wohin? Weiter rechts, oder was? Markus? Rechts. Rechts, okay, ja gut. Wollte ich nur Waffe holen. Ja, wie soll ich den denn aber... Die schießen doch gar nicht so weit. Ja, trotzdem! Jetzt hier runter, oder was? Oder... Nein, rechts. Wieso lang denn noch? Ja, da war noch eine Knarre gerade. Ja, rechts ist auch noch eine. Ist mir schlimmer, welche du holst. Oder hol beide. Ja, nee, ich hol nur eine. Ja, wo denn jetzt? Hier weiter rechts, oder was? Ja. Ach stimmt, ja genau, da war eine. Das ist recht. Ja. Gut, und die reichen jetzt die 50 Schuss, oder was? Ja, theoretisch holst du jetzt die andere auch noch und dann hast du 99 Schuss. So. Okay, ja gut. Und dann kriegst du nämlich oben, du brauchst nämlich einen Haufen für die da oben und eigentlich für die unteren rechts dann. Ach, leck mich am Cock. Wow. Wo jetzt sind? Links. Links! Ja, links ist. Bitte links! Links ist gerade nicht also drin! Ich wusste gar nicht, dass Cock so viel harmloser ist als Arsch einfach. So, Fassen holen, durch. Teleporter. Also ich sehe das Spiel ganz spannend Bild für Bild, so alle 6 Sekunden kommt mein Bild. Halt keine Ahnung, woran das liegt. Halt die Fresse, ja. Du Arschloch! So. Nein, ich wollte nicht in den Teleporter! Oh. Tut mir leid, Gutko, war Spaß. Nein. Doch. Das war wohl Spaß. Nein. Doch. Ich sag... Ja, spring halt zur Seite wie so ein Wichspisse. Verdient. Also ich wär jetzt sauer aus. Was? Ich hab doch nur... Ach komm, einmal in 100 Jahren noch spielen. Jetzt kommt wieder gleich, ich war doch nur... Ich bin halt ehrlich. Nein, jetzt kommt der... Meine Sinne waren benebelt. Ja, genau. Stuart Klinger. Du Wichspisse, stirb doch mal, der hat genauso viel Range wie ich! Ah! Der hat genauso viel Life wie du, glaub ich. Nee, warte, ich geh jetzt hier rein. Das wollte ich gerade sagen, das spawnt doch jetzt wieder, wenn du links rausgehst. Ja, aber was soll ich machen? Soll ich durch den jetzt einfach durchrennen, weil ich ja eben mehr Leben hab als. Oder wie? Kannst du nicht den mit deiner Knarre weg? Ja, wie denn? Draufhalten und springen, wenn der schießt. Du verlierst so viel zu viel Herzen, bist du. Ja, die Pille hat's überhaupt nicht gebracht. Och, dumme Scheiße, Mann. Ach, das Level. Im Normalfall, wenn die anfangen zu schießen, dann springst du und schießt genauso gegen. Ja, aber wie? Es geht doch gar nicht richtig. Natürlich! Ja, nee. Doch. Wenn ich's dir doch sage. Ja, alles klar, was? Ja, der schießt doch dauerhaft. Ja, dann lauf doch vorbei an dem. Ja, aber die verfolgen mich doch eh halt. Pause. Okay, gut. Irgendwie erinnert mich das gerade jedes Mal so an dieses komische Aushalten-Gedünste oder sowas. An was? Ach, Aushalten von Joko und Klaas. Wie soll ich denn jetzt an... Guck, wie soll ich denn das machen? Schießt ich glaube, er wird auch... nur 2 oder 3 Treffer aus. Ja, aber die spawnen doch jedes Mal... Oh. Ich hätte mir das wird auch im Zirkus Haligali ausgestrahlt, das Video dann hier. Ja, nee, da haben sie auch mal gemacht, irgendwie so auf der komischen Erotikmesse und sowas, nur weil Klaas und so ein... Ach, wenn ich du wäre! Ja. Ja, das ist geil. Und so ein Scheißding angebunden und sowas, wo er dann irgendwie so eine komische Domina-Tante da war und dann ausgepeitscht hat die ganze Zeit so. Und jedes Mal, wenn er halt keinen Bock mehr drauf hatte, musste er irgendwie Alabama oder so sagen. Ja, so, Pause!
Pause. Ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Spike. Was? Okay. Oh. Okay, ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Ich hab das unter Kontrolle. I got this nicht. Hör auf jetzt. Ja, jetzt ist wieder Dodge. Guck dir den Power Ranger an. He's trying the Gaylord's shooting glitch and he got it. Wenn das so and time 1:38:22. Woo! Ich leg noch. Ich hab schon das Gamepad weggelegt, weil ich dachte, ich bin tot. Oh, dieser intense Fight. Glaub an dich. Dieser intense Boss Fight. Oh mein Gott. Was ich nicht verstehe, der hat doch genauso viel Schaden gefressen wie der andere mit den Spikes, oder? Ja, aber manchmal ist das so ein Random. Ich weiß nicht, manche haben auch vielleicht so ein Leben mehr oder wie. Nein! Leck Pisse, du Arsch! Also, du sprichst doch gerade aus zu ihm, wenn er 1000 Schüsse in deine Richtung schießt. Wieso glaube ich, dass meine 81 Schuss nicht reichen werden, um ihn zu töten? Weil ich nie treffe. Wenn du mal treffen würdest, ja! Ja! Oh! Ich bin jetzt blubbt. Und jetzt, das war nur meine erste Phase. Alter, was war das für ein Dungeon, ey? Geht ja Achso, ich hätte jetzt erwartet, dass 3 Reihen von diesen grünen Gegnern einfach auf dich zukommen. Die fliegen so mit riesigen Phönixflügeln, ey. Ja. So, finde den richtigen Weg. Nee, nichts, finde den richtigen Weg. Ja doch. Einfach mal ganz hinten den nehmen. Ich hätte den links genommen, unten links. Ja, der ist sogar richtig. Nice. Was mich gerade bei allen anderen Wegen hätte gehießen, oh, du musst das Level nochmal spielen aus irgendwelchen unbekannten irgendwas. Echt jetzt? Nein. Ja, das sag ich. Was wäre dann gewesen bei den anderen Wegen? Sag also. Achso, ja wow. Ne, beziehungsweise ich glaube der eine führt wieder beim anderen raus oder so. Eine Supernova, ja, sieht doch voll wie eine Supernova aus. Dreckspiel. Du hast es nicht mehr gesehen? Doch. Hä? Ich dachte gerade, ey. Oh mein Gott, jagt mir nicht so einen Schock ein. Das Dreckspiel, ey. Der Foto geschmissen erstmal nachschalten. Ich muss gerade an dieses Sportwettkampfspiel da denken, wo die Gegner einfach irgendwas so OP waren, dass nicht mehr der Turbo mitgehalten hat. Ja, genau, wo ich einfach mit Speedfeuer mit 200 Mal in der Sekunde drücken gemacht habe. Ja, und ich hab trotzdem verloren. Ja, wo es doch einfach irgendwo mal nicht mehr weiterging. Du kannst da oben die Wand gewinnen, ne? Genau, wo ich durch Cheaten dann irgendwann das... Ach, leck mich am Arsch, du Scheißgegner! Ja, wo du es trotzdem geschafft hast durch Cheaten, irgendwann stürzt das Spiel einfach an Down. Ja, und dann am Ende stürzt das Spiel dann plötzlich ab und dann denke ich mir ja. Ist hier eine Pille? Nein, keine Pille, ich kann neu starten eigentlich. Ich dachte, da gibt's ja wenigstens mal direkt 20... Da gibt's wenigstens mal einen Partner, dann beschwert das immer. Kalus hieß das. Ja, Kalus, genau. Bestes Spiel der Welt, bestes Spiel der Welt. Hieß das. Oh ja, komm, leck mich. Wenn du mich hast, dann sag's mir bitte, aber doch nicht. Weißt du, ich hätte es ja verstanden, wenn er einfach sagt, du bist schon ein saublödes Arschloch, aber wenn er das dann so macht, dann nehme ich ihm das schon ein bisschen übel. So. Ey, wenigstens müsst ihr die Drecksmusik nicht hören, ey. Ich finde voll cool. Einfach froh drum sein, bitte. Ja, ich hab's auch schon gehört. Oh, du trickreicher Bastard, stirb jetzt, so. Also hier ist es offensichtlich, dass man die Wand kaputt machen kann. Ja, stimmt, den Rissen und so. Aber bei den anderen war das irgendwie so, da denkt man sich, jo, der Markus hat wohl ein paar Layer ausgeschaltet und sieht dadurch immer alle Geheimnisse. Der denkt man einfach so, ja, Markus, der dreckige Cheater. Der hat Wallhacker. Der macht aber Wallrides, deswegen, der reißt einfach die Wand dann auf. Reißt sich die Wand. Was will der denn? Das Problem ist, Markus hat halt die Möglichkeit Morgenstern und steckt auch immer gegen seine Wände und ich glaube, das impliziert dann einfach in das Spiel so rein. Alter, was ist denn mit euch kaputt jetzt? Der despawn permanent, also einfach draufhalten und weiter ran. Aber ich würde das stimmt von da aus killen, eigentlich. Nein. Genau deswegen. Nein, du Wichsspiel! Ich kann halt noch da stehen, wo die Staffel schießen. Diese Verzweiflung gerade in seiner Stimme. Nein! Oh, die Gegner. Was? Nein, was? Die auch kaputt. Ja, wie kaputt machen? Wie soll ich die denn tot kriegen? Ohne, dass die mich tot kriegen. Ich bin tot. Ja, ist jetzt Spikes, dann wärst du OP. Spikes? Schweiß? Was? Ja, komm! Ey, wie die zusammenarbeiten, die Wichser.
We got a $2 donation from Turan in LP. From Turan in LP. Ha! You're fucked. You're fucked up, Stuart. Oh, du hast es aber geschafft. Scheiße. Naja, war ja noch nicht alles. Ja, nee, war ja noch nicht alles. Super, ganz glücklich sagt er das einfach. Ja, ich habe die gegen dich. Was ist das denn jetzt hier? Cyberkanone oder was? Ja, so eine Zukunft. Keine Ahnung. Das sieht ja richtig behindert aus. Ich würde nicht die Munition verbrauchen irgendwie. Ja, dachte ich mir eigentlich auch gerade. Nein, die Pille! Oh mein Gott, ich nehme die Pille! Also, naja, ihr wisst schon. Ich nehme die Pille, so ganz hektisch. So voller Euphorie und so. Du könntest auch auf deine Main-Waffe umschalten. Die schießt über die komplette Map. Echt? Ja. Oh. Solange du sie halt eben hast. Ja, gut. So. Ja, was ist das jetzt hier für eine Pisse wieder mit dem Blitz? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht überall ganz random plötzlich an. Doch. Doch, tut er. Nein, so viele von euch hier, Wichser! Wieso kann ich nicht weiterlaufen zur Seite? Jetzt geht's plötzlich! Jetzt bin ich eh mal tot! Nein, ich schalte die Waffe um, ich leck... Oh mein Gott. Ich hab Limonie dir gleich einen Botsport, ey. Ja, was soll ich denn machen? Dann nimm doch mal Lasers, Mann! Ja, wieso denn? Der macht doch keinen Schaden! Ja, dann, oh. Ich frag mich mal, wie weit man ihn jetzt eigentlich in seiner Ortschaft hört. Ja, toll, jetzt muss ich hier 10 Jahre warten, bis die Blitze aufhören, oder was? Woher soll ich jetzt wissen, wann der Blitz kommt? Ja, jetzt rennen. Oh, hinter mir auch? Oh mein Gott. Oh Mann. Was? Ach komm, jetzt leck doch mal meine Eier, bitte. Bitte, komm schon. Los. Leck sie doch einfach. Ach, bitte leck die jetzt mal, komm. So, Pause. Also ich sehe nichts, vielleicht Bild für Bild an irgendwie alles. Also. Ich weiß gar nicht, wie Tura das alles so flüssig sehen kann. Ja, Markus, kann. Du brauchst jetzt keinen Klugscheißer, sondern ich sehe da hinten im Hintergrund den Riss. So, jetzt kannst du erzählen. Den meinte ich jetzt eigentlich nicht. Achso. Im Normalfall pelscht jetzt die Waffe, die du gerade eben hast. Der Typ steht da meistens da hinten, schießt halt rum. Der kann aber auch bis zu dir vorne auf die Plattform kommen. Achso, das ist ein Bossgegner, halt oder was? Drin. Nee, das ist kein Bossgegner. Nein, das ist ein Zwischenboss. Ja, aber kann ich nicht erst nach hinten und dann aufmachen und dann da rein? Oder was ist denn da hinten drin? Was in dem Riss? Ja. Wie willst du da hinkommen? Stimmt. Okay, gut. Also, gutes Argument. Ja, du musst den killen und dann spawnen vor dir dann zum eine Plattform. Ja, gut, okay. In dem Riss hinten ist so Info gar nichts. Nice. Oh ja, wie besiege ich den jetzt mit der mittleren Kanone oder wie? Ja, erstmal mit der Blitzkanone, weil mit der hast du eher Breite noch. Je nachdem, wie scheiße der kommt, dann kannst du auch von der Seite heraus auf den draufhalten. Okay. Ohne dass du vor dem stehen musst oder so. Okay. Naja. Was willst du jetzt, du Arsch? Ja, ich bin doch eh gleich wieder tot, das sehe ich doch jetzt schon. Ich mach's einfach ein bisschen langweilig. Ach man, wenn ich einfach mal sicher mache, dann passiert noch nichts. Also ich gerade hält jetzt eh 10 Milliarden Schüsse aus ungefähr. So ganz genau ungefähr. Und der wird halt einfach nie sterben. Kann auch sein. Ach du Wichse! Du Wichse! Also ich setze 100 Euro auf den Roboter. Okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Also ich setze ja dann also auf falls nächste zwischen was wie ich was kommt. Ja, gut, go. Das war nicht anstrengend, du hast die Waffe gewechselt und gecheatet. Ja, gecheatet habe ich. Beispiel, wir mir halt nicht glaubst, weißt du? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass da nichts drin ist. Da ist nichts drin. Das ist doch. Also. Ich sag's ihm sogar noch. Ja, ich glaub dir nicht, wenn du mir sowas erzählst. Warum sollten die einen Riss machen, wo nichts drin ist? Du hast ja schließlich die ganze Zeit gegen ihn gearbeitet. Oh, warte. Welche Waffe ist jetzt am sinnvollsten momentan? Eigentlich deine Main-Waffe, dadurch, dass ich aber jetzt ein Jojo ist, ist die Scheiße. Oh, du Scheißwichse! Leck mich doch am Arsch! Jo, ach, wie soll ich das denn? Sei froh.
Ja, natürlich gehen die ewig weiter, Mann. Echt, die Frau beschwert sich einfach weiter. Wie soll ich froh sein? Ich bin jetzt in dem Bild verdeckt, wo der Checkpoint ist, nein. Ja, nee, bringt mir ja nichts, ich hab ja letztes Leben und meine Waffen waren jetzt weg. Jetzt sehe ich nicht, dass dein Bild drüben. Geil, scheiße. Oh, ich bin gleich wieder da. So, halt weg. Okay, der Hurensohn ist tot. Wieso glaube ich, dass die Stage noch 10 Jahre geht? Ja, leck mich doch. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ich will aber am Ende sein. Also am Ende meiner Nerven bin ich auf jeden Fall schon. Wieso töte ich die Gegner nicht? Ja, die trifft man doch nicht. So ein Witz. So. Die Dinger machen Sack wie Schaden. So springen und laufen, dass die dich halt nicht treffen. Willst du mich verarschen jetzt? Nein! Was soll das denn? Hochspringen und drüber springen bringt nichts. Du musst halt eben ständig die Lane wechseln. Wow. Wie soll ich das denn machen, bitte? Ja, nach vorne laufen, hochspringen. Laufen, runter, runter, vor, hoch. Ja gut, okay, das geht ja sogar noch. Bisher. Wow. Hätte ich fast in die Fresse bekommen. Ja, woher weiß ich denn jetzt wo? Ah, okay. Man geht doch. Was? Pause. Das ist ja so ein Star Wars Vieh. Wenn der dich trifft, bist du weg. So viel gleich mal am Anfang. Du musst jetzt versuchen, den mit Dauerfeuer nach hinten zu schießen. Wenn der über den, also das ist ein Schalter da vorne. Wenn du den drückst, spawnt ganz links jetzt an der Tür dran ein Schalter. Wenn du den Schalter drückst, geht hinten die Fläche weg. Okay. Was du dann noch machen musst, erledigt sich dann eigentlich, glaube ich, von selber. Okay. Den hinten ins Loch reinschießen dann. Ja, aber wie treffe ich den jetzt und wie weiche ich ihm aus? Das ist die Frage. Das musst du mir kurz springen. Springen. Und du schießt nach hinten, wenn du halt eben nach hinten schießt. Wenn der dich aber vorne trifft, bist du weg. Muss ich ihn mit der normalen Laserkanone treffen, oder was? Laserkanone. Okay. Oh mein Gott. Aber die Schüsse killen dich nicht, nur er selber killt dich halt eben instant. Ich kann doch gar nicht ausweichen, dir Scheiße. Ja, und plötzlich geht's doch, ne? Wow. Erzähl euch die normale Laserkanone, ich weiß nicht, ob die andere mehr bringt. Oh, die Code, oder? Ob ich das heute nochmal durchschaffen werde, das ist... Hätte ich jetzt vorletzte Status, muss ich jetzt immer noch hinkriegen. Sehr umstritten. Kommt aber gerade viel aufs Kacke und sonst was noch schlimmer. Och man, die Gegner sind halt einfach nur noch unfair. Ich habe halt keinen Elan mehr, die versuchen einzeln zu töten. Ja, leck mich am Arsch. So. Das ist ja easy jetzt hier noch der Anfang, aber jetzt wird's wieder, jetzt kommt wieder die erste Kackstelle. Dann warte ich, bis der hier rüberkommt wahrscheinlich eher. Kann ich den von hier hinten treffen? Nimm deine Mainwaffe, die geht über die ganze Zeit, ne? Oh, bin ich blöd. Ah, ich hab die noch, okay. Ne, ich sollte vielleicht mehr am meisten mit der Main-Dings arbeiten, aber das ist halt schwierig jetzt. Ich bin ja eklig wieder weg vom Fenster fast. Ich verstehe nicht, wie ich da rauskommen soll. Erzähl mir mal, wie ich da aus der Tür rauskomme, so ohne zu sterben. Warten, bis der vor der Plattform ist. Bis er vor der Plattform ist und dann spam oder wie? Oder was? Ja. Ey, das kann doch nicht sein, dass du plötzlich für jede Stage alles auswendig können musst. Das sind nämlich genau die Art von Spiele, die ich hasse, außer es ist jetzt ein Fangame. Weil da bist du nämlich darauf vorbereitet, dass das so. Ja, ne, theoretisch. Das ist einfach normales Denken. Bevor du reinspringst und der knallt dich ab, wartest du lieber, bis der kommt. Das ist normales Denken. Also stellst du mich gerade als der nicht nachdenken kann. Oder nicht nachdenken. Ja, ne, bitte, wie so lol. Ich spiele bei der Pushcamper und warte, bis einer kommt, oder wenn ich lieber facecheckt in die Scheiße rein. Und natürlich bin ich wieder auf meiner Low-Waffe. Ja, wieso schießt der denn instant, Mann? Kannst du mal einmal warten, oder was? Kannst du jetzt mal auf die andere Seite des Dings... Oh, was ist das für ein Wichser, Alter? Geht der jetzt mal auf die andere Seite von mir?
Alter, will der mich verarschen gerade? Verarscht der Typ mich? Alter, wie fett verarscht der mich bitte? Haben die irgendwie eine KI von 1 Milliarde oder so? Die töten mich ja trotzdem vorher. Hm. Oh je. Wie mache ich den? Den einfach abknallen vorher, ne? Also, okay, no. Das ist easy. Ach, jetzt kommt der wieder, ne? Der Scheiß hier. Ja, das ist ja... Theoretisch unten hinspringen und dann den oben abknallen. Und halt dodgen. Ja, also das wusste ich jetzt nicht, dass ich jetzt hier bei dem Typen noch dodgen muss. Da könnte man denken, die Range reicht. Ne, tut so nicht. Okay, das ist der Treffer war jetzt unnötig. Och, wie soll ich denn da... Ach komm, das ist doch Bullshit hier mit dem... Scheiß. Oh je. Ich werde mein Leben nicht mehr froh, glaube ich, gerade. Nein! Oh mein Gott! Hallo Mäuschen, du bist rechtzeitig zurück zur Party des Jahres. Ja, das sagt mir mein Instinkt. Doof. Weint der Markus? Oder die Chrissy? Nee, ich hab das... Der letzte war von mir. Der letzte von dir. Ich will nochmal dann auch so der Treff... Boah, so gut bin ich noch nie durch die Stage durchgekommen. Was geht jetzt? Boah, der Wichser, den habe ich weggeplättet. Nein, nicht du! Alter, wenn der mich jetzt wieder... Den habe ich weggemacht. Den habe ich kaputt gemacht oder so. Kaputt gemacht. Oh mein Gott, das läuft so hart. Aber wenn ich gleich wieder einfach so daneben springe, dann raste ich aus. Beste Sprung ever. An sich ist die Stage übelst einfach, weil man bei jedem Scheiß stehen bleibt und langsam macht. Aber ich bin halt jemand, der hat da keine Geduld für so einen Wix. Theoretisch die Stage ist einfach, wenn du halt eben schaffst, deine Mainwaffe zu behalten. Ja. Ja, ich meine, du kriegst ja sogar ab und zu, also jetzt nicht oft, aber kriegst dann ja mal gelegentlich mal so eine scheiß Pille. Ja, das ist jetzt ein scheiß Scherz, du Pissbeutel. Wie Full Life, was geht denn jetzt? Plötzlich ziehe ich andere Seiten auf und mein Magen zieht gerade. Oh mein Gott, das war dumm, aber hat geklappt. Ui, ich lerne dazu gerade mit dem durch die Stage laufen, merke ich.
Wieso wechselt euch die Schule auf die Schnellseite, Kalin? Ist Gutko weg? Ich hab keine Ahnung, warum hier. Ja, weiß ich nicht. Hat Gutko eigentlich was gesagt gehabt? Markus? Der war eigentlich mehr oder weniger einfach nur weg. Ich glaub, ja, dass er einfach nur weg war. Wir war halt alle Angaben ohne Gewehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch ist. Wechsel auf deine Map auf den. Warum? Ich weil mein, die über die komplette Map geht. Ja, aber weiß ich doch nicht. Weißt du doch nicht. Du Arsch! Du scheiß Spiel! Okay. Ich bin rein theoretisch trotzdem ja full life nicht mehr, du Scheißspiel. Was willst du eigentlich, du Scheißgegner, Mann? Was wollt ihr? Also ich habe immerhin noch meine Mainwaffe. Nein, du Arsch! Leck mich doch, das gibt's jetzt nicht. Weißt, da kommst du wieder zu. Da kommst du so gut durch und dann sowas. Das will ich haben. Ach, leck mich doch. Also jetzt ist langsam. Weißt du, es geht so gut und dann jetzt so eine Scheiße. Ich hasse diese komischen grünen Roboter, Mann, die sind alle dumm. Was? Ach, jetzt kommt der Scheiß, ne? Oh, toll. Wobei, das lief jetzt sogar relativ. Ja, das war relativ okay eigentlich. Kommt so schlecht. So, diesmal bin ich jetzt einfach ziemlich defensiv. Ich will trotzdem versuchen, ihn zweimal zu treffen pro. Das geht ja auch eigentlich ganz gut. Muss man den ungefähr. Alter. Was hab ich daneben geschossen? Ist ja blöd. Wir haben einen komplett daneben gefeuert. Alter, wie oft muss man den treffen? Was ist los mit dem? Alter, der hat Randuins. Alter, wie oft muss man den treffen? What the fuck, ey? Oh, da hinten in dem Geheimraum ist nichts drin, da gehen wir nicht hin. Oh, Checkpoint, nochmal. So. Und ich will eh da hinten in den Geheimraum rein, ne? Ja, der würde schon noch. Was war da nochmal drin? Die komische Blitzwaffe. Ja gut, okay, die will ich haben. Wo ist der Gegner jetzt, ist die Frage, wenn ich aus dem Raum rausgehe. Rechts unten. Hm. Alter, der Wichser. Der arbeitet sich echt technisch hier vor. Ich merk. Ja, guck dir das doch mal an, wie technisch der sich hier vorarbeitet. Ohne dass ich eine Chance habe, ihn zu treffen. Voll die Verarsche, so als ob er das genau berechnet, so. Wie wird ein Mensch jetzt reagieren? Wie kann ich den am besten austricksen, so? Voll die Verarsche, Mann. Ist doch nicht. Oh ne, jetzt kommt der Scheiß, ne? Oh, das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist doch jetzt echt nicht. So schlecht mach das nicht mal mit Flame trotzdem die ganze Zeit. Ja. Ja, ey, guck dir das doch mal an! Ja, du musst nicht mit deinen Mainwaffen. Ja, trotzdem. Ich hoffe, ich springe jetzt hier durch und sammle meine scheiß Herzen ein und bin weg hier. So, tschüss. Ich glaube, die Stelle eben war sogar mehr oder weniger einfach nur zum Durchrennen, weil da ja eh so viele Herzen waren. Wow. Okay, das war knapp. So, jetzt kommt der Scheiß hier wieder, ne? Ja. Da kannst du aber auch deine Mainwaffe nehmen. Bleiben sie harsch. Ja, das kann ich nämlich nicht mehr. Ein bisschen mitlaufen. So. Stirb doch jetzt! Ja, reinschucken. Schießen. Stirb doch jetzt! Wie viel hält er aus? Fall runter! Der verarscht mich doch jetzt. Alter! Der hat jetzt echt gewartet, bis meine Schüsse weg sind, um zu sterben, ey. Was ist mit dem? Alter! Ist es jetzt vorbei, da kommt jetzt noch ein Boss? Nein, das war's. Oh mein Gott.
Wie viel habe ich die Blitzwaffe denn jetzt aufbewahrt? Naja, egal. So, da oben ist ein Full Life Kübel. Oh, danke. Oh mein Gott, das Spiel ist bald vorbei, ich glaube es nicht. Wie komm ich denn jetzt bitte hin? Ja, finde den richtigen Weg. Ja, lustig. Das ist Kino. Aber ich kann den nicht verpassen, den Würfel, oder? Nö, du musst den Würfel einsammeln, wenn du zu dir gehst. Achso, ja gut, okay. Dann habe ich alle Zeit der Welt. Aber es gibt ja auch keine unsichtbaren Wände oder so, durch die man durch kann. Nein. Okay, gut. Einer ist halt der richtige Weg. Den muss ich halt finden. Wahrscheinlich eh der oben rechts jetzt, da wo ich... Das ist atemberaubend. Wenn ich den ganzen Weg gleich zurücklaufen darf, dann kotze ich vor Freude. Das sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, aber komm ich durch hier. Oh mein Gott, danke. Hui! Aber man hätte jetzt nicht so viele Herzcontainer finden können im Spiel, oder? Nein. Okay, ich wollte, weil das sagen wir schon echt ganz komisch aus. Ich hatte ja eigentlich nur bis hier das Leben. Ich glaube, du hast theoretisch auch alle versteckten Herzcontainer. Okay. Soll jetzt wahrscheinlich noch Dr. Wildy machen. Mit seiner komischen Drahtschüssel. Ja, ich spüre mal ein bisschen vor, das ist unnötig. Also fliegt jetzt hoch, oder was? Ja. Aber guter Ausblick eigentlich. Guter Ausblick eigentlich. Final Battle. So, letzte Stage. Ja, man so, jetzt hätten wir kurz nach 10 gehabt, jetzt wäre es zu spät gewesen. Also gut, dass ich das Essen vorher... Oh nein, Hilfe! Ach ja, übrigens, guck mal auf deine Herzcontainer. Warum habe ich nur 3 Herzen? Ne? Warum? Besonders im letzten Stage. Du fängst automatisch immer mit 3 Herzen an, nicht mit dem Full Life von. Hä? Warum speichert er jetzt? Ich habe nur kurz mit dem Spasti geredet. Ja, du meldest sowieso direkt reinlatschen. Alter, was? Oh. So. Jetzt muss ich den Boss ohne Gegentreffer machen, oder was? Nein, der kann dich, glaube ich, einmal treffen. Das Ding ist, das Face musst du angreifen. Der schießt die Augen! Ja. Der kommt jetzt gleich mit einer Kralle. Kralle dodgen, die macht dich one-hit. Okay. Dann. Wenn sie kommt. Die kann aber von 2 Seiten kommen und kann kurz gehen und sehr lang gehen. Also wenn sie sich rennen. Ja, lustig. Wieso glaube ich, dass ich am besten das so machen sollte, dass ich mich jedes Mal umbringe, wenn ich einmal sterbe? Nicht unbedingt. Ich treff den ja fast nie. Ey, was ist denn mit dem? Ja, jetzt kann ich ihn. Ich kill dich. Guck dir an. Alter, ich kann ja töten, indem ich dich nur berühre. Ja, nee, dann versuchen lieber schon. Warum, was hast du gemeint? Du hättest ja wenigstens in die verschiedenen Phasen von dem Namen gucken können. Ja, gut, okay, das stimmt. Wäre gar nicht mal so dumm gewesen. Naja, egal. Ich nehme jetzt einfach mal an, das ist nicht die letzte Phase. Oh, die Kralle, oder was? Ja, genau die. Doch, dann mal... Und du bist weg. Ja, kommt die jetzt 100 Mal, oder? Kann ich die abknallen, die Kralle? Nein. Ja, aber ich nur kann den jetzt nie treffen, wenn er jetzt ewig die Kralle macht. Ja, nur das Face. Wenn der jetzt meint, er müsste wieder auf mich zufliegen...
Aua. Ja. Und ich bin tot. Nee, doch nicht, okay. Gut, die Krallen sind jetzt nicht so das Harte. Ja, wenn's falsch. Oder wenn sie nicht scheiße spawnen. Also du kannst ihn eh nur treffen, wenn er nicht die Augen schießt. Sondern halt normal rumfliegt. Und das schicke ich. Alter! Okay, das war grad... Ja, komm, uns mal runter! Alter, verarscht er mich? Du musst den Tico schalten von vorne. Der trifft schon eh eins von der Seite. Der wird nicht immer runterkommen. Ach, der ist noch gar nicht... Doch, okay, ist er. Ja. So, Transformation. Ja, gut, jetzt kommt wieder... wie er einfach wie so ein Hähnchen wegläuft. Vor der Fülle. Oh mein Gott. Boom, tot. Ja, ich hab's eigentlich erwartet, muss ich sagen. So richtig 2D-Grafik jetzt hier. Ja, jetzt ist ja aber ziemlich easy, solange ich das Ding hier behalte. Solange ich es behalte. Nicht so früh, Freund. Oh. Irgendwas. Was will der denn, ey? Ich mich raten, hier habe ich keine Chance. Oder? Entweder warten, bis er kommt, oder runtergehen, wenn er weg ist. Ja, natürlich, du Wichser! Wie? Ja, lass mich raten, die spawnen jetzt für immer. Alter, nein! Leck mich! Was will denn der da oben? Wie komm ich denn an den ran? Ach, jetzt kommt ein grüner raus diesmal! War das nicht eben gelber? Das geht tatsächlich nochmal auf, ich glaub's nicht. Ja, du musst halt theoretisch da drüber springen und dann weiter. Ich bin ja jetzt schon... Ja, ich bin beziehungsweise, jetzt... du kannst auch in das Loch reinspringen. Unten gibt's dann, eine Pille, Laser und Pedal. Allerdings einen vollen Raum mit diesen... Wie? Ich muss den jetzt jedes Mal besiegen? Kleiner Tipp, es gibt keinen Checkpoint in dem Level. Ja, aber wie dumm ist das? Egal, wo du stirbst, alles von vorne machen. Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann den doch jetzt nicht dauernd neu machen. Das kann ich doch nicht machen. Geht nicht. Nicht viable. Gut, okay, der ist ja gut. Ich hoffe, das Level dauert jetzt nicht so lange. Aber ich nehme es mal an. Warum der Gegner diesmal nicht kam? Achso. Aber jetzt. Ja, hörst du mal auf zu schießen. Wichse. Theoretisch den einen einfach killen und dann durchrennen. Ja gut, das hat gut geklappt. Die Frage ist, wie ich das denn machen will. Die Dinge, die relativ so. Sogar. Also Erklärung zu dem Raum. Oh, das ist wahrscheinlich Boss oder wie? Links unten und rechts unten spawnt die Kugel. Ja. Die mittleren zwei gehen auf, aus einem Loch spawnt so ein grünes Viech. Dunkelgrün. Hm. Also die mit Low Range. Hm. So, du musst aber versuchen, den komischen Kern in der Mitte zu schrotten. Mhm. Der ist für bestimmte Zeit, geht das gelbe Ding auf. Da musst du drauf feuern, irgendwie. Und wenn es zugeht, reckt sich das Ding wieder hoch. Das heißt, wenn du eine Zeit lang gar nicht mehr angreifst, ist das Ding nachher wieder voll live. Wow. Problem ist halt, du musst im Normalfall von der mittleren Posten aus schießen. Das heißt, entweder du frisch unten die Stacheln, oder du wartest, bis das Ding in der Mitte zu ist. Da musst du aber aufpassen, wenn du nämlich jetzt einmal runterfällst, du kannst in die Löcher fallen. Also zumindest aber diese Deckeldinger oder so. Yeah. Wenn du runterfällst, spawnst du auch in diesem komischen Raum, wo eine Pille drin ist, diese Laserding und ein Geheimraum mit drei Pötten.
Allerdings ist das Ding halt im Fall, wie gesagt, mit diesen ganzen Laserviechern. Und in dem Raum würde ich zuerst Laserviecher killen und dann die Sachen einholen, weil die Viecher spawnen da erstmal nicht mehr. Okay. Aber ich würde es nicht unbedingt riskieren abzustürzen. Natürlich, er stürzt ab. Wo ist jetzt der Geheimraum? In der Mitte oder was? Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das waren, wenn die alle tot sind. Na nice, das war jetzt sehr cool. Wieso kann ich denn da jetzt so reinfallen? Ich dachte, bei Abgründen ist es so, dass der da... Du weißt schon. Ja, bis auf diese Spaltending. Ja, toll. Da gibt's jetzt wieder die extra Mechanics. Natürlich. Ey, komm. Wenn die Maschine gleich alle da unten drin killst, dann geht der Geheimraum auf, wo dann die drei Pedal drin sind. Allerdings halt immer, jetzt jedes Mal, wenn du das Loch reinfällst, ist halt eben unten dann, glaube ich, eine Pille. Immerhin etwas, oder? Aber das ist doch jetzt ein Witz wieder mit dem... Sag mal, ja, wie soll ich denn da überhaupt durchkommen? Ja, toll. So, geht die auch nochmal zu? Oh, du Chase-Gegner! Oh Gott, ja, danach kommt ja nochmal was. Das heißt, jetzt bringt's mir wirklich nichts mit dem letzten Leben. Also, denke ich mal. Also, nach dem Ding kommt eigentlich das Zeug, wo du dich wieder hochregen kannst, und danach kommt direkt der Endboss. Okay. Also, muss ich bloß das komische Katalysator-Ding da machen und dann Endboss und dann. Ja, den konnte ich jetzt ja noch nicht so richtig probieren. Das war ja jetzt ein bisschen blöd gerade eben. Ja, ich wollte jetzt die Scheiße. Der Wichser. Ich bin schon auf dem Klo, mach Fenster zu unserem Scheiß. Ja. Ehrer Fisch. Der ist jetzt kacken, der Kerl. Der kackt sich richtig schön die Seele aus dem Leib jetzt. Was ist denn? Kackt sich die Ficke aus dem Arsch. Lustig. Komm. So, tschüss, du Wichser. Ja, ich bin kurz vor ein bisschen. Kann ich gleich überspringen, na gut. Alle sind weg aus der Skype, kommen sie alle weg. Blöder Penner, ey. Wow, ich finde viel zu viel Leben, also. Ja, klar. What the fuck? Gut, du bist ja da.
Ja, aber mein ganzer PC spinnt gerade einfach nur noch. Ich weiß nicht warum. Ich sehe auf Skype gerade gar nichts. Ich höre euch, aber ich sehe einfach gar nichts auf Skype. Das Ding sah schon so kaputt aus, das Scheiß-Teil. Das hat immer noch gelebt. Das ist ein Witz. Dauert etwas, ja. Aber wie schnell rackt er sich denn hoch? Das Ding war am Ende, hatte ich nur noch den Jojo und keine Laserwaffe mehr. Also keine Muni mehr und hatte keine Chance mehr. Wie dumm ist das? Ich hab mir gedacht, bevor ich jetzt zu diesen Laserrobotern runterspringe, sterbe ich lieber, ey. Ja, natürlich, laufe ich zu weit vor. Ja, warum auch immer, jetzt reagiert meine Maus nicht mehr. Mein ganzer PC ist gerade einfach. Kotzt mich gerade einfach nur an. Aber gerade nur heute Abend irgendwie. Naja, ich tue ihn jetzt mal, wie heißt das, Hard Reset machen. Und ich glaube, dann mache ich ihn mal kurz auf und gucke erstmal drin nach, ob alles okay ist. Und dann mache ich ihn an und die fragt mit denen, das ist so ein Scheiß, wir hören uns dann. Aber tut mir leid, ich würde echt gern mit euch zählen, aber der ist gerade einfach eingefroren und macht gar nichts mehr. Okay. Irgendwie. Da muss ich jetzt mal gucken, weil was es liegt einfach. Naja. Ciao. Bis dann. Oh ja, natürlich geht er genau dann zu, wenn die Dinger hier sind. Und wie kaputt der schon ist. Ja, der Roboter steht halt nur in mir drin. Sag mal, hallo? Das ist ein schlechter Scherz, dieser Roboter, oder? Hast du irgendeine Chance eigentlich, wenn du den nicht abknallst, den Roboter? Welchen jetzt? Ja, diesen gelben da. Der Fritze, der schießt oder das Innere? Ja, der rumschießt und einen die ganze Zeit nervt. Ja gut, je nachdem, wie Spaß die da rumläuft. Ja, der schlüpft immer nur in mir drin rum, einfach wie so ein richtiger Hurensohn. Der ist jetzt über easy mittlerweile, aber nervt er trotzdem irgendwie. Wichser! Wieso fliegt der eigentlich noch so spastisch rum, wenn er tot ist? Oh, das Auffüllen dauert immer 10 Jahre. Warum ist der denn jetzt da unten auf der Dings? Das ist immer random. Ja, komm mal gar nicht mehr hoch. Ja, fick dich. Ja, komm mal hoch jetzt! Ja, der will mich ums Verrecken treffen, habe ich das Gefühl. Natürlich, ey. Weißt du, der hätte jetzt nicht damit leben können, wenn er mich nicht trifft, ey. Das Verrecken nicht, ey. Ein Scherz. Ich laufe jetzt ja auch nicht mehr langsam durch. Langsam habe ich keinen Bock mehr. Oh ja, man muss doch hier Damage fressen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du hier durchgekommen bist und hast irgendwie keinen Schaden gefressen oder irgendwas. Ich hab da keinen Schaden gefressen. Wichser. Nur scheiße, ich jetzt auf den Damage, den ich hier machen könnte.
Ja, natürlich ist der zu. Ist doch jetzt schon wieder ein Scherz von diesem scheiß Roboter. Warum nervt der immer nur? Der ist ja nur am Rumnerven. Oh, nice, danke. Kommt jetzt zwar noch ein Endboss, aber naja. Ich werde ja nochmal voll geheilt, oder? Oder eben. Die Viecher kannst du jetzt killen. Die geben dir die ganze Zeit Stamina und Hop. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu risky ist. Wenn ich am Ende hier noch drauf gehe. Wegen sowas einfach! Deswegen! Das könnte eine Weile dauern jetzt. Sterne sammle ich nicht auf, das lohnt sich nicht. Ja, okay. Boah, wie lange dauert. Meinst du, ich habe eine Chance, den Boss auf dem ersten Versuch zu schaffen? Ja, ist der nicht so. Ey, das kann ich vergessen mit dem Grinden. Du bist doch dauernd getroffen. Dann lauf zwei Bildschirmräder hoch. Kann man da besser grinden, oder was? Ja. Ja! Ach komm, jetzt bin ich gleich hier noch tot am Ende. Hier oder noch einen später? Ich könnte natürlich auch nochmal einen Grind hoch. Der wird zwar eben ein bisschen enger. Vielleicht nicht so Gefahr. Hier ist eigentlich auch schon relativ safe. Wenn die Herzen da ganz oben bleiben, dann komme ich da schlecht ran. Ich hab heute meine scheiß Konfirmationslehrerin von damals getroffen, ey, die kannte mich sogar noch, ey. Jetzt ist 5 Jahre her. Richtig gruselig, Mann. Ich hab schon gedacht, du warst. Ach, du bist doch. Wieso springen die denn von der Seite noch auf einen rauf? Ey, das Grinden, also. Ich dachte, man wird automatisch vollgefüllt und nicht, dass man sich das so spastisch dingsen muss hier. Ach, du bist ein Scherz, du Scheißspiel. Wieso? Sag mal, ey. Okay, der Schrei war jetzt echt komisch. Das gebe ich zu, aber. Guck, die kann doch einfach in der Mitte spawnen. Was ist daran so schwer? Wieso? Alter, das ist schon wieder nach oben. Oh, ja, gut, okay. Die nächsten spawnen übrigens erst, wenn du die Dinger eingesammelt hast. Ja, ich kill dich die meisten. Ja, hätte ich das mal früher gemacht, ey. Hätte mir ein bisschen Ärger erspart. Wieso droppen die jetzt eigentlich so häufig Herzen, während die anderen Gegner im Spiel fast nie Herzen droppen? Ach ja, Spannung. Kommt der danach direkt im nächsten Raum? Ja. Oh Gott. Okay, erstmal Pause drücken. Moment. Kann mich irgendwas instant killen, außer der Abgrund? Der Boss. Ach, der tötet mich instant, wenn er mich berührt. Wenn er dich berührt, ja. Ja, wenn ich ihn das berühre, nicht. Weil du es eher betont hast, deswegen. Er spawnt die kleinen Kack. Oh mein Gott. Und kann schießen. Und kann weit springen. Wenn er dich trifft, bist du instant tot. Die Viecher, die spawnen trotzdem noch irgendwas. Alter, das ist doch jetzt ein Witz. Und schießen kann aber auch nur nebenher. Okay, das ist ein Scheißboss. Das merke ich jetzt schon. Noch 10. Alter! Oh mein Gott. Gebt mir Herzen, ihr Scheißviecher. Ja, jetzt geben sie keine mehr. Denken sie sich, nö, wir sind ja jetzt nicht mehr vorm Boss, wir sind jetzt im Boss.
Hier gibt's keine Herzen mehr. Ach, der ist ein, zwei da oben, oder was? Nee, der ist dazwischen irgendwie. Hey, jetzt ist er doch wieder oben. Alter, nein. Alter, leck mich doch. Wieso glaube ich, dass ich drauf gehe? Und dann alles von neu machen darf? Ich kann ja nicht ausweichen. Ja, was? Der spammt hier nur. Wie soll ich denn dann durchlaufen? Hätten der hat eine Milliarde Leben oder sowas? Och komm. Ja, ich sterbe, ich sehe das jetzt schon. Guck dir das an. Der spammt ja nur. Ja, und die Viecher springen halt auch so, als wenn sie behinderte Spasti. Ja. Ach komm, das kannst du vergessen, ich bin tot. Das ist mir fast nicht mehr wert mehr, das nochmal zu spielen, die Stage, bin ich ehrlich, ey. Und für die Credits dann am Ende. Da kommen nicht nur Credits. Geht noch ein bisschen weiter. Das erklärt dann auch überhaupt, warum es dann überhaupt Spiel 2 gibt. Hallo? Wo steht denn der da oben jetzt rum, wie so ein Krüppel? Oh mein Gott, warum muss der Boss denn so scheiße gemacht sein jetzt, der letzte? Hätte man nicht einen ordentlichen Boss nehmen können? Nee, hallo, wenn du schon einen Boss so dann nimmst. Ist er tot? Ja, das war's. Oh mein Gott. Na geht doch. Der war zwar knapp, aber... Oh Leute, keine Kackenmusik mehr spielen. Das geht einfach jetzt. Punkte! Ich bin Spasti, ich brauch Punkte. Alter, hat mich das Game gefickt jetzt, ey. Ich fand den sowas von schwerer als den zweiten Teil, das glaubst du gar nicht. Das glaubst du nicht. Ja, jetzt machen die hier ein auf künstliches Drama einfach. Ja. Geh aber zurück. Was? Danger. Kein Kommentar. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Einfach kein Kommentar. Ja, komm, vorspulen. Aber nicht zu viel. Ja, nicht zu viel. Ne, mach jetzt so nochmal. Boah, Alter, Epilepsie, Mann, was soll das? Na, sag ich doch. So, Loop. So, und jetzt kommt der Moment, wo ich dir sagen darf, der Move war scheiße, du bist tot. Was? Ja, wie jetzt? Achso. Abzoffen. So, wenn du es beim ersten Mal durchspielst und so denkst, hä, was ist jetzt passiert? Da können wir selber laufen, ja gut. Dann gehen wir wieder zu dem fetten Mann, wo alles angefangen hat mit der Moschee, ey. Das, weißt du, da war ich noch richtig glücklich und da habe ich mich richtig auf das Spiel gefreut. Ey, wenn ich das mal guck, was in diesen 4 Stunden passiert ist einfach, ey. Dann will ich einfach nicht mehr leben. Aber immerhin haben sie einen anderen Text, ey. Ich hätte dem ja zugetraut, dass die einfach dieselben Texte wie am Anfang haben, die meisten. Kann doch einfach reingehen. Ja. Lol. Ja, wie lange soll... Alter! Oh. Mach voll die Leiste. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man mit nur einem Leben nimmt, was sie sieht. Ich bin dein Onkel. Und jetzt wirst du auch sehen, warum oder woher eigentlich die ganzen Dinger da aus Teil 2 kommen. Oder die Story.
Okay. Oh, hier, meine Karotte. Die schmeckt gut. Cerealien. So, jetzt wahrscheinlich wieder so Rubik's Cube spielen. Ein Epilepsie-Anfall. Alter, die haben es auch irgendwie mit ihren. Weißt du, die haben Animationen für sich entdeckt, glaube ich, da. Und haben das dann gedacht in dem Spiel. Ein bisschen, Alter! Oh, meine Ohren! Alter, ich kriege die Kopfschmerzen, das ist nicht übertrieben. Alter. Ach du Scheiße. Also, das ist wirklich eine Incest-Mongo-Familie, wie sie im Buche steht. Ey, guck dir die doch mal an. Ich finde das. Die rechte, Alter! Und den drunter. Der dritte von links, meinst du, der mit dem runden Gesicht oder was? Oder der ganz links, wie er grinst, Alter. Ja, ich meine nicht den rechts unten, den Tibi. Alter, das sind alles ins. Das ist alles eine Aneinanderreihung von Baumwollflickern, Entschuldigung. Jetzt. Aber das. Und jetzt weiß ich da, woher die Bitch kommt aus dem Teil 2. Aus dem Kübel. Mann, ey, hätte man. Wow. Und deswegen fängt eigentlich dann Teil 2 an, weil ja dann der Vater von der halt eben dann in den Titelstein eingebaut worden ist. Das heißt, wir machen alles für diese Drecksviecher da? Für diese... Ja, theoretisch der Ungewollte hat eben die Würfel und Soda hat er eben in die Würfel die Dinger eingesperrt. Das wussten die aber wahrscheinlich gar nicht. So, und deswegen sollte halt eben ja dann Mike für den Onkel dann die Kübel sammeln. Oder diese komischen Rubik's Cube Dinger da halt. Da, auf der Ansicht. Das ist ein scheiß Mond, ey. Und deswegen sammelt der eben die Dinger und die haben das jetzt angeordnet und dann kommen halt plötzlich dann spawnt die komischen Missgeburten daraus. Ja, war echt Missgeburten, Mann. So. Und deswegen Teil 2 für ihn eben so an, weil ja dann die Tante dann merkt, okay, der hat irgendwas drauf, keine Ahnung was, der hat uns ja schon mal einen Arsch gesaved. Und dann finden die an dem raus, okay, das sind die komischen Tetris-Bausteine da. Dass die irgendwie sammeln müssen, weil da irgendwie dann der Vater vermisst wird und die helfen dann. Stattdessen hat ihm dann der Vater in den Tetris-Baustein da eingesperrt. Na. Ja. Also das hat wirklich keine Credits verdient. Naja gut, Quatsch, okay, ich flame jetzt natürlich mehr als ich müsste, aber das hat mich einfach... Also weil ich einfach im zweiten Teil drin war so und ich habe so fast genau das gleiche erwartet, nur halt mit anderer Laufmechanik und Springen und sowas. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich fand den deutlich schwerer als den zweiten, muss ich sagen. Also an manchen Stellen natürlich nur, aber... Also er war auf jeden Fall, naja, vielleicht schwerer nicht unbedingt, wenn man ihn kennt dann, aber er war halt unfair auf jeden Fall. Das muss man halt sagen. Ja. Ich meine, okay, das muss man nicht unbedingt als Negativpunkt sehen, weil NES-Games waren grundsätzlich unfair. Eigentlich. Aber trotzdem. Ich weiß ja nicht. Naja. Das Jojo. Oh Mann. Die Drecksdelfine, Alter. Da hier einfach. Alter, fick dich! Spiel! Also von allen Szenen, die das mir zeigen können, war das ja jetzt wohl die schlechteste. Geister. Zeig mir nicht nochmal die hässliche Kuh, die da geherrscht hat. Okay, okay, okay. Und wird der weggesquirtet von seiner Freundin? Mit seinen tollen Nike-Schuhen? Alter, da ist sie! Nee, das ist die Tochter! Das ist sie! Das ist sie! Alter! Und der Blick von dem. Boah, sieht aus wie ein Hoden da vorne. Ja. Ach da, ah. Ja, die hätte man in den Credits, hätte man die Informationen bekommen. Nur schade, dass er das Spiel dafür durchspielen muss. Nö. Da ist dein Peniswurm da. Indiana Jones Anspielung oder was ist das? Ja, bei Indiana Jones kommt glaube ich später raus, ich weiß gar nicht. Oh weh. Weißt du, es ist kaum her, dass ich das gespielt habe, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, welche Stelle das da... Achso, da doch, das kenne ich wieder. Aber das eben mit dem Untergang.
Oh mein Gott, ja, Alter. Da haben sie jetzt aber einen tollen Sprung gemacht, glaube ich, eben von dem Wasservieh auf den Lasertypen, glaube ich. Wichse. Das ist eine Musik, als wäre da gerade jemand beerdigt. Alter, guck ihn dir an! Was ist denn für ein Bimbo? Ich hab Banane im Ohr. Banane. Wie im Ohr. Ja gut, die Musik war schön am Ende. Was muss man sagen? Passiert jetzt noch was? Ne, wahrscheinlich nicht. Jo, ich sag mich durch, ne? Oh mein Gott, ey. Oh. Ich habe jetzt nochmal über eine Stunde gespielt an den letzten drei Leveln, kann das sein? Ja. Deutlich, glaube ich sogar. Deutlich jetzt über eine Stunde, fuck. Das heißt, im Endeffekt kommen wir echt auf fast 5 Stunden bei mir, glaube ich. Naja, das, ich weiß noch nicht, wie ich es hochlade, ob ich es in einem 1-Stunden-Video hochlade oder an einem Stück, wahrscheinlich eher weniger. Erstens würde sich dann eh keiner angucken und zweitens habe ich bei langen Videos immer das Problem, dass die dann irgendwie asynchron werden auf Dauer irgendwie. Deswegen weiß ich nicht.